dass wir drüber geredet haben. Das heißt, wir könnten jetzt schon wieder weiterlatschen. Also, ich laufe nicht, ne? Ich laufe nicht mehr. Ah, hier ist hell. Das ist toll. Aber warte mal, ich will erstmal zum Laden. Ups. Der ist hier hinten. Und gucken, ob die einen Rucksack für mich haben. Hallo! Alles klar. Wartet mal, ich komme mal zu euch runter. Hallo? Hallo? Wollt ihr schmieden oder alchemistisch tätig sein? Nein, ich möchte was kaufen. Nein, sie hat sowas nicht. Ihr dürft gerne unsere Einrichtungen benutzen. Ja, Wir können jederzeit. was habe ich denn jetzt gekauft? Ach, die zählen nicht als Inventar draus? Ich habe irgendwas gekauft. Aber das ist wahrscheinlich ein Konsumgut. Auch nicht? Okay, na, dann gehe ich mal kurz hier ran. Hä? Herstellen. Ja. Ah, siehst du? Oh. Stelle eine geringe Menge deines Lebens wieder her. Okay. Hab ich jetzt hergestellt? Oh, gucke. Oh, gucke. Oh cool. Oh cool. Ich brauche mehr Reagenzien. Hallo? Ach, sei jetzt still. So, naja, gut. Hä? Ich soll mit dem reden? Warum sollte ich mit dem reden? Hallo? Och Mann, lass mich doch mal. Nein, nicht. Nein. Ah. Kester und Cora, das sind die Säulen, die unser Dorf am Leben erhalten. Ach so, das ist das. Alles klar. Ja, Entschuldigung. Kann ich euch helfen? Nein. So was Aufdringliches. Also gehen wir jetzt erstmal zur Arke. Ah, das Schloss. Das sagt mir, dass eure Taverne noch in Jahrzehnten ein Teil von Loch Dieden sein wird? Letzten Monat habt ihr mir noch erzählt, dass wir alle von der Blutpest dahingerafft werden. Ich weiß, aber jetzt sagt das Schicksal eben etwas anderes. Verdammt nochmal, Agard. Ihr bekommt keinen Tropfen mehr. Ja. Und ich wette, ich weiß auch, wessen Schuld das ist. Ich gehe dann mal. Es ist übrigens eure Schuld, dass ich meine Zeche nicht zahlen kann. Entschuldigung. Ich hätte eigentlich nie wieder hierher zurückkommen sollen. 20 Jahre lang wusste ich genau, was das Schicksal für mich bereithält. Und dann habt ihr... Verdammt nochmal. Ich dachte, ich wüsste, wie mein Leben verläuft. Ich hab's nicht... Nicht ich weiß, böse. Es ist nur, ich war nicht immer der Mann, der ich heute bin. In meiner Jugend war ich ein bedeutender Krieger. Ich habe gegen Bestien so groß wie Bäume gekämpft und wurde von Sterblichen und Feien gleichermaßen umjubelt. Als ich dann bei den Schicksalswebern aufgenommen wurde, dachte ich, es sei eine Belohnung für meine guten Taten. Doch als ich zum ersten Mal mein Schicksal erblickte, wurde mir klar, dass es nichts weiter ist als ein Fluch. Meinen eigenen Tod natürlich. Doch es war nicht der eines Helden, wie ich es mir immer erträumt hatte. Ich würde allein und unbekannt sterben, getötet von einem Ettin und zu Eintopf verarbeitet. Es war ein schreckliches Ende. Aber ich wusste, es war Teil des größeren Plans des Schicksals.
Doch dann kamt ihr und habt diese Zukunft verändert. Entschuldigung. Ihr habt mir meinen Platz im Gewebe gestohlen. Entschuldigung. Ich habe Frieden damit gemacht, das Schlimmste zu wissen. Doch was soll ich nun tun, wo nichts mehr gewiss ist? Ihr könnt noch ein Held sein. Ihr habt recht. Meine ruhmreichen Tage müssen noch nicht vorüber sein. Nein. Und solange ich in eurer Nähe bin, weiß ich nicht, wie meine Geschichte enden wird. Richtig. Ich muss also dafür sorgen, dass euch nichts geschieht. Vielleicht ist euch dieses alte Schmuckstück aus meiner Jugend ja eine Hilfe. Immerhin schulde ich euch nicht nur mein Leben. Ich schulde euch meine Zukunft. Habt ihr die Trader gefunden? Hört mal. Ich habe einst die Jett von Avgrun in einer mondlosen Nacht allein durch ihren Geruch gefunden. Feien hin oder her, diese Tuata hätte ich selbst nüchtern noch aufspüren können. Sie haben sich in einer Höhle nördlich des Dorfes niedergelassen und sie haben dort eine Möglichkeit, euren Aufenthaltsort durch Wahrsagerei zu ermitteln. Deshalb haben sie euch so leicht gefunden. Ich habe einen Plan, aber er funktioniert nur, wenn wir ihn gemeinsam umsetzen. Okay. Diese Soldaten wurden nur zu einem Zweck entsandt, um euch aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass ihr tot bleibt. Alles andere, der Quell, Aden, Hughes, waren nur Mittel zum Zweck. Sie nutzen etwas ziemlich Großes, um euch aufzuspüren. Sie nennen es die Augen Tirnochs. Wenn ihr diese zerstört, werden sie aufhören, euch zu verfolgen. Der Haupteingang wird schwer bewacht und erfordert einen heftigen Angriff. Der andere Weg ist voller Fallen. Dort ist ein etwas subtileres Vorgehen angebracht. Ich übernehme den Vordereingang. Geradlinig und direkt. Ja. Das nenne ich eine Kriegerin nach meinem Geschmack. Ich übernehme die Rückseite und sorge dafür, dass niemand entkommt, um wem auch immer Bericht zu erstatten. Suchen wir uns ein wenig Ärger. Yeah. Ja. Hau ihn auf die Schnauze. Ich habe jetzt viel dazu gelernt. Ich bin jetzt ein bisschen stärker. Wieso bin ich denn schon wieder... Oh, leck mich doch. Ich bin schon wieder so laut. Ich hoffe, ich war die ganze Zeit nicht so laut. Oh. Ich bin jetzt ein bisschen stärker. Los geht's. Er hat nichts für mich. Ich muss hier mal nebenbei. Oh, das nehmen wir doch mit. Das auch erledigt? Ah, das wird stark bewacht. Sind das nur zwei? Bären! Der glitzert, warte mal. Der stresst der Typ, ey. So denn. Das hier ist der Vordereingang. No. Ihr werdet auf ihre stärksten Wachen treffen, also haltet euch nicht mit Feinheiten auf. Findet ihren Wahrsagespiegel und zerstört ihn. Ich schleiche mich von hinten rein und sorge dafür, dass niemand entkommt. Geht klar. Viel Glück. Wir sehen uns. Nase.
Machen wir das mal auf die... Na gut, das ist mir zu langsam. Die haben mich gesehen, die Schweine. Ich hab's gleich. Also es hat doch schon ganz schön was gebracht, dass ich in die Zähne von Norris war. Ich habe erstmal einen größeren Inventar. 20 Plätze. Ja, steh mal langsam auf. Irgendwo Kisten versteckt oder irgend sowas? Na ja, cool. Könnte ich mir nämlich mal was stibitzen. Gibt es einen Haufen Litter? Nein. Ist natürlich cool. Ich könnte doch gleich mal eine nehmen, oder? Nee, da... Oh nein. Das war der Rest. Warte mal. Konsumgut. Ich würde jetzt einfach mal Belen nehmen. Berührung des Todes, okay? Hat sich ja gar nicht gelohnt. Okay. Ja. Es ist halt jetzt der Nachteil, dass ich schon in Naros war. Es ist natürlich jetzt alles ein bisschen simpler. So, das bin ich ja wieder. Sie muss aufgehalten werden. Halt, stopp. Hier lang. Doch.